Hallo und willkommen zu einer Folge von Geist Darwell. So, bevor wir hier wieder zurück zur goldenen Stunde gehen, für die Hauptstory gehen wir nochmal kurz den Weg hier zurück, denn hier oben ist auf jeden Fall noch ein Geldsammel und das Tor können wir öffnen und ich weiß noch nicht, wer er hier ist. Gucken wir auch nochmal. So, auf jeden Fall erstmal wieder hier mit drüber. Dann können wir rüberlatschen. Da haben wir ein Puzzle. Ein paar mehr Puzzleteile. So, du gehst da oben hin. Du gehst daneben hin. Wo ist das Poster? Das da? Ist das die Ecke hier? Ja, ne? Das da hin. Du, darf mal, ich muss hier nicht mehr drehen, die Puzzleteile. Oh, das, ah, ne, warte mal, das gehört da hin, ne? Nee, weil ich doch nicht dran, wird doch dahin. Nichts gesagt, ja stimmt, das macht viel mehr Sinn als ein Puzzle-Profi hier auf jeden Fall. Ist da einfach immer so auch so eine größere Truhe herauskommen, das ist schon eine reichhaltige Truhe, ne? Das ist nicht die beste Truhe, aber auf jeden Fall besser als die normale. Wird sich nur so ein Puzzle da los. So, wer bist du jetzt? Uhrwerk aktivieren. Auf wen sollte ich diesem Traum besonders achten? Wer hat hier im Traum? Warte mal, vielleicht soll ich mal durchlesen, was der hier sagt. Warte, keine Sorgen über eventuelle Unfälle. Wie fällt mir Sorge für den Schutz aller Gäste? Achso, hä? Uhrwerk aktivieren? Diesen Traum besonders achten. Warte, ist das irgendwie sinnvoll, was ich hier mache? Keine Ahnung. Nee, ich will hier, ja. Achso, nee. Da gibt mir irgendwie Infos für irgendwas. Egal, dann gehen wir zurück zur goldenen Stunde. Damit wir quasi wieder aufwachen können, ne? So, nochmal fertig. So, 3 Meter laufen, bin wieder da. Strange. Where is everyone gone? Oh Gott, das Spiel ist viel besser verfahren. Ist ja auch keiner mehr da, ne? Da steht jemand. Erstmal hingehen. Tja, da sind auf jeden Fall noch Leute. Ein Schild hier wieder. Und da ist wieder Sambo. Looks like you have not taken my warnings to heart. A pity. Are you so enchanted by that girl? You're just so blind. Careful. I'm more than certain now that there's something not right about this friend of yours. Oh, this brave little girl appears to be protecting you. I wonder why. Are you two that close? You talk too much. Oh, I love your attitude, my dear. I have to admit, you're different from your friend here. Your senses are much sharper. Even so, you are lagging far behind the main party. Have you not noticed yet? What the family is hiding? The secret behind this sweet dream? And as for you, the trailblazer who saved the ice world, I wonder nicht how nur die Eiswelt. Sempo glossed over when recounting the happenings on Yarilo 6. Oh well, it was my problem for trusting him. I'm really, really disappointed in you. Oh,
Excuse me. Why don't you rest for a little while? This guy is simple. Inside the real dreamscape. That is a sea. Wait, jetzt bin ich aber verwirrt. Oh. Okay, jetzt die Frage. Sind die in Sampo Verbündete? Oder hat sie quasi einfach nur irgendwie irgendeine, kann einfach auch sein, dass sie irgendwie in unsere Erinnerung schauen kann, einfach irgendeinen Typ aus unserer Erinnerung ausgewählt hat und dann so hier den dargestellt hat oder so? Obwohl, ich glaube, das erste macht eher mehr Sinn, ne? Dass sie Verbündete sind. Irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Genau, sie hat nicht mein, das ist ja nicht mein Zimmer hier, das sah ja anders aus. Okay, man, die hatten wir ja schon vorher gesehen. Die hat ja vorher schon mal mit denen, ich weiß gar nicht, wie hieß er, Avendi oder wie der hieß. Nee, keine Ahnung. Mit den anderen Typen hat er ja auf jeden Fall ja schon geredet gehabt. Eine Rückkehr in die Realität scheint überfällig zu sein. Treffen wir uns in meinem Zimmer. Ich bin ein paar Schwierigkeiten begegnet. Tja. Can't get in touch with. Okay, die Frage ist halt, wer genau ist die Person, die ja. Aha, okay. Wer genau ist jetzt die Person, die, das Mädchen da? War das die? Oder ist die? Wer? Sparkle. Und wir wissen, wer sie ist. Das ist Sparkle. Was das ihr Name ist. Aber wir wissen jetzt, wie sie heißt. Die Frage ist, wer genau ist sie? Sag, stell dich erst mit Zampo unter deiner Decke. Da ist auf jeden Fall sie. Ist sie das wirklich? Was passiert? Wo sind wir? Sag bitte nicht, dass wir tot sind. Ich weiß nicht. Very different from the sweet dream that I'm familiar with. It's suffocating, silent, uneasy. And these floating words, can you see them too? This kind of place would never exist on Penacony under the provision of the family. So, could this be a dream bubble? No, that's not right. Do you remember, before we were unconscious, that friend of yours said the real dreamscape. Das soll die echte Traumlandschaft sein. Das ist das Geheimnis der Familie. Er ist nicht mein Freund. I'm not sure. Everything happened so quickly. But regardless, the family must be hiding something. Something about the truth of the dreamscape. And you probably noticed it when you woke up as well. The ticking of clocks all around us. My gut tells me that the secret hidden here is also linked to the mysterious watchmaker. If it points us towards the watchmaker's legacy, it will be connected to everyone who has melded to Penacony's dream. Let's go. We have to move. Be it to find an exit or the truth. Okay. Da ist also erstmal eine Truhe und Gegner. Oh, neue Gegner. Was mal du da jetzt darstellen sollst, eine fliegende Kugel. Haben wir leider wieder keine Schwäche momentan für. Mal. Ich muss tot sein. Ich muss mich breathen.
questions. Halt noch ein bisschen was los hier. So, dann sollte die Ruhe jetzt sterben. Reach the end of the story in your own way. Ich verstehe, wir spielen Verstecken, nicht wahr? Nicht wahr? Wahr? So, da ist der auch tot. Der hat sich selber umgebracht. Wenn ich das so mal ulten. Jawohl, nee, scheiße. Ach, sieht auch abwarten, bis man es angreift. Wäre schlau gewesen. Kann ich die Ulte eigentlich irgendwie wieder abbrechen? Hab ich mich eh schon mal befragt. Ich kann das eigentlich nur angreifen, oder? Ich kann die oder kann ich irgendwie wieder zurück. Sieht nicht so aus irgendwie, ne? Ja, aber ich hätte eh ein Schild reingeschossen, von daher. Das reicht nicht mal. Doch, gerade eben so. Puh. So. Okay. Den ist da hinten, wäre auch wieder. Da ist ein mächtiger Gegner auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kommen wahrscheinlich da aus der Tür wieder raus gleich, ne? Oh ne, wie komme ich auch hier rauf? Ja, da. Da ist ein Terminal. Moment, die wahrscheinlich. Festmachen hier die Treppe da. Auf. Dead end here too. Given the layout of the room, aren't they really? Näher dich Traumblasentürmen und Igel mit ihnen, um Traumblasenaufladung zu erhalten. Achso, ja, danke. Ah, das kann wahrscheinlich hier an der Wand rennen, ne? Also ich habe zwei Aufladungen, sehe ich, okay. Wenn du dich verstreuten Traumblasen näherst, während du Traumblasenaufladungen besitzt, kannst du Traumblasensammel benutzen, um Traumblasenbrücken zu bauen, die wir beschreiten können. Ah, ne, komm, wir sammeln das jetzt ein, okay. Haben zwei Formen, Innenecke und Außenecke. Okay, sammle das Zeug hier quasi ein. Ne, jetzt habe ich das hergestellt, okay, dann ist auch wieder an der Wand. Da ist ein Gegner. Ja, aber nochmal, Michael, den Namen haben wir schon mal gehört. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Was ist das Ding? So, weil die haben eine Dingschwäche. Dich kennen wir aber noch gar nicht als Gegner, ne? Und der hat eine Barriere, wie es aussieht. Müssen wir wahrscheinlich erstmal einen Rüstungsbruch hinkriegen hier. Schwächebruch. Schwächebruch hinkriegen. Den haben wir jetzt aber. Target Threat Index Lord. Das hat doch rotes Leben. Jetzt warte mal, kann ich mal gucken, hat er jetzt irgendwie. Wird er denn einen Schaden? Okay, das heißt wieder, ist er quasi unverwundbar oder der bekommt mehr Schaden, je nachdem, ob Schwächebruch da ist oder nicht. Das sollten wir den am besten jetzt ja ausschalten, ne? Warte mal, das nochmal anfällig für die frischen Laser, die uns angreifen. Der ist mal tot. Du kannst dann Clara nochmal hochhalten für die erste. Nee, das ist überlebt. Hey, das muss ich noch eine Fähigkeit eingesetzt, ja. Egal. Mit einem Puzzle. So.
Da wollen wir hin. Das ist auch ist geil zum Drehen, das wird die werden zum Drehen, aber. Okay, warte mal, der musst du ja erstmal dahin. Kriegt den ja nicht raus, ne. Doch, schicke ich mach's so, warte, ich krieg den erstmal hier raus. So. Komm, her. F, drück F, mein Gott. Traumwandler 3. Wenn du ein weiteres Mal mit dem Traumblasenturm interagierst, wird die Traumblasenaufladung deinen Besitz verbraucht. Außerdem wird die zusammengesetzte Traumblasenbrücke einstürzen und wir zu verstreuten Traumblasen werden. Okay. Warum genau soll ich das jetzt machen? Die Brücke hier herstellen. Ich hätte hier noch eine richtige Brücke machen können, ne? Warte mal. Wenn ich das jetzt wieder so mache, ist weg. So. Das könnte ich hier ändern. Aber was bringt mir das, wenn ich das hier einnehme? Von der Theorie habe ich davon irgendwas. Ah, geht es da unten? Oh, lol. Vielleicht geht es da rüber. Das habe ich mich schon gewundert. Achso. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Wir haben noch eine Truhe. Mal noch hier umschauen. Ne? Okay. Ja, und dann sind wir wieder in den Raum, den wir eben gesehen hatten. Da hinten ein mächtiger Gegner sitzt, mit dem wir uns aber auch wieder erstmal nicht anlegen, aber können das Ding hier herstellen. Jo. Das mächtige Gegner werden wir da immer mal nachholen, wenn ich meine Charaktere halt ein bisschen hochgelevelt habe. Mit diesen komischen Traumblasenbrücken gedöns. Da war gerade ein Rätsel unter uns, wie ich es richtig gesehen hatte. Ein Puzzle wieder. Wieder eine Truhe. Boop. Boop. Jetzt ist diese Ecke da. Du gehst dann daran. Über die Seite. So. So, okay. Ich würde aber heute erstmal wieder Schluss machen wollen. Dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.